Ja, hallo liebe Simson-Freunde. So, heute Abend gibt es ein kleines Update und zwar für die Spenden, die für Hung gedacht waren in Vietnam für seine Simson. Und ich habe mich vorhin mit dem Alexander Sommer unterhalten, der das ja netterweise, freundlicherweise für uns erledigt, diese ganzen Sachen. Und ich kann nur sagen, der Alexander hätte auch nicht geglaubt, dass das so ein Aufwand ist und so kompliziert ist. Also der Alexander hatte mir ein kleines Video geschickt. Und hat das alles mal erklärt, was da los ist mit der Bürokratie des Zolls und Zollgebühren. Und es war also überhaupt nicht abzusehen, dass das Ganze so kompliziert wird und so zäh vonstatten geht. Also es ist eine unglaubliche Maschinerie, die da irgendwie laufen muss, damit der Hung dann irgendwann seine Pakete in den Händen hält. Also wir haben ja damals einfach ein Paket hingeschickt. Das ging auch gleich so durch. Alles gut, er hat es erhalten. Und daraufhin, dass wir jetzt natürlich so eine Menge dank euch darunter schicken konnten, beziehungsweise der Alexander Sommer hat das alles für uns gemacht. Also nochmal ganz, ganz fetten Dank an dich. Ich glaube, du hast auch nicht geglaubt, dass das so ein großer Aufwand war. Aber ich finde das super toll, dass du das jetzt auch wirklich bis zum Ende durchziehst. Und da ziehe ich wirklich absoluten Hut vor dir. Also das ist wirklich super lieb. Ja, und der Alexander Sommer erklärt er euch gleich in dem Video, kommt jetzt gleich im Anschluss. Und ich kann nur sagen, es war katastrophal und der Alexander Sommer hat auch von seinem eigenen Geld aus seinem eigenen Portemonnaie entsprechend dafür gesorgt, dass die Pakete dort angekommen sind bei Hung. Oder jetzt, glaube ich, fehlt noch ein Paket irgendwo, was jetzt noch unterwegs ist, aber es ist abzusehen, dass das jetzt tatsächlich bald in Hungs Händen ist. Und also ich würde euch ganz dringend bitten, damit auch wirklich diese Pakete jetzt bei Hung ankommen können und der Alexander Sommer, der ja nun wirklich sich richtig bemüht hat für diese ganze Aktion, dass der bitte sein Geld bekommt, wäre das äußerst nett. Wir werden unter diesem Video einen Moneypool nochmal einrichten und ich denke, das ist für die Community überhaupt gar kein Problem, dass der Alexander sein Geld wieder bekommt. Sind irgendwie, weiß ich nicht, 600, 700 Euro oder so. Aber das erklärt er euch gleich, wieso, weshalb, warum und warum das Ganze so eskaliert und so teuer ist. Und es wäre wirklich schön, wenn wir da dem Alexander Sommer seine Auslagen über die Community dann entsprechend erstatten können, damit der Hung auch wirklich seine Pakete in den Händen halten kann. Und ob man das nochmal macht, weiß ich nicht. Also der Alexander Sommer wird es euch jetzt nochmal ganz kurz erklären, was da alles los war. Und ich blende jetzt mal kurz das Video ein. Viel Spaß. Bis dann. Ciao. Hallo, liebe Simson-Gemeinde. Ich bin Alexander Sommer. Ich habe hier das mit dem Hung in Angriff genommen und möchte euch da gerne jetzt mal noch den letzten Zwischenstand geben. Und zwar habe ich mir einen Zettel gemacht, weil das Problem ist, es ist mittlerweile so viel gegangen, das kann ich mir nicht mehr alles merken. Folgendes, wir haben am 11.12.2020 die Pakete angefangen zu versenden. Am 30.12. waren wir fertig. Dann gab es noch Probleme mit DHL in Frankfurt für Auslandspakete. Warum auch immer, die sind da auf jeden Fall etwas gestrandet gewesen, sind dann aber irgendwann losgegangen. Das erste Paket, was wir losgeschickt haben, ich kann nicht mehr genau sagen, welches das war, ist aber am 16.01.2021 angekommen. Das war aber ein Päckchen mit dem Öl. Danach gab es Probleme mit dem Zoll. Und das ist ein Thema, das versuche ich so kurz wie knapp wie möglich zu halten, ist aber sehr kompliziert. Irgendwie wollten die da unten je Paket ca. 180 Euro Steuern haben, also Zollgebühren. Bei 7 Paketen, wohlgemerkt. Das macht eine Zollgebühr von 1260 Euro. Das entspricht ungefähr dem Wert, den wir dort runtergeschickt haben. Daraufhin habe ich mit dem Hung gesprochen, dass wir das nicht zahlen und der Hung das auch nicht zahlen kann, dass das wieder zurückkommt, dass wir das nochmal runterschicken, aber in kleineren Päckchen, so dass das problemlos durch den Zoll geht. Ja, das Ende vom Lied war, ich habe das dann alles mal durchgerechnet, mal geguckt und mir schon alles parat gelegt und
Wir wären nicht unbedingt viel günstiger weggekommen, außer dass das Ganze noch länger gedauert hat. Auf jeden Fall ist dann der Hung wieder zum Zoll, nachdem er am nächsten Brief vom Zoll erhalten hat und hat das geklärt. Und dementsprechend sind wir dann auf eine, ich sag mal, angenehme Zollgebühr runtergekommen. Man muss dazu sagen, ich hatte noch von dem Moneypool habe ich bewusst etwas Geld zurückgehalten, weil ich mir schon denken konnte, dass sowas kommt. Ich habe aber ganz ehrlich gesagt nicht mit so viel gerechnet. Auf jeden Fall hat der Hung mit dem Zoll das geklärt. Ich habe dann dem Hung das Geld vorgeschossen. Da komme ich gleich dazu, wie das insgesamt. Auf jeden Fall haben wir jetzt Zollgebühren von 749,67 €. Was schon mal eine ganz andere Hausnummer ist als hier die 1260. Das sind 500 € weniger. Fragt mich bitte nicht, wie der Hund das geklärt hat. Aber er hat es geschafft. So, dann das Problem, darunter Geld zu überweisen. Er muss das ja in seinen Vietnam-Dong bezahlen und wir haben hier Euro. Ich kann jetzt aber nicht von Euro direkt in Vietnam-Dong überweisen. Das geht nicht. Das heißt, ich muss erst von Euro in US-Dollar und von US-Dollar dann in Vietnam-Dong. Riesenthema. Also ich bin fast wahnsinnig geworden. Das nächste ist, die Geldüberweisung bei Banken ist unterschiedlich. Kann sein, dass du dann je Überweisung in der Höhe der Überweisung eine Gebühr bezahlst oder dass du eine Pauschale bezahlst. Das nächste Problem ist die lange Bearbeitungszeit. Der Hung hatte bloß 7 Tage Zeit, sich zu entscheiden, was mit den Paketen passieren soll. In den 7 Tagen muss er das Geld haben, dass er dann das problemlos bezahlen kann. So, kurzerhand habe ich mit dem Hund gesprochen und wir haben ein PayPal-Konto für den Hund eingerichtet. Das hat schon mal problemlos funktioniert. Da habe ich ihm testweise 2 € erstmal hinüberwiesen, was dann wieder in US-Dollar umgerechnet wurde und in Vietnam-Dong. Jetzt habe ich aber den Hund gebeten, dass er mal versucht, das Geld von dem PayPal-Konto auf sein Konto, was er dort unten hat, zu kriegen. Da stellte sich das nächste Problem raus. Das geht dort unten erst, wenn du auf dem PayPal-Konto mindestens 10 US-Dollar hast. Okay. Kurzerhand Hung das Geld überwiesen. Er hat es probiert, er hat es auf sein Konto bekommen. Okay, dementsprechend hat er angefangen, die ersten Pakete zu bezahlen und auch den Zoll und das Zollamt dort unten anzuschreiben und. Dann hatten wir auch das Problem, dass mittlerweile 2 Pakete schon wieder fast vorm Flieger zurück nach Deutschland gewesen wären. Also, wie wird es so neudeutsch gesagt, ökologischer Fingerabdruck gleich Kohlraben schwarz. Auf jeden Fall hat der Hung im Flughafen den Zoll überzeugt, dass das denn jetzt doch bezahlt wird. Ich habe keine Ahnung, wie. Es war ein Riesendilemma. Dementsprechend waren dann alle Pakete wieder beim Zoll. Der Hung hat die ganzen Gebühren bezahlt. Also die ist in unserem Fall die 750 €. Ich runde das jetzt einfach auf. Und hat dann das Schreiben bekommen, dass die Steuern bezahlt wurden und dass die sozusagen jetzt zurück, also zu ihm gesandt wird dann. Das hat wieder mal eine Bearbeitungszeit von der Woche. Und dann ging es los. Dann kamen die sogenannten Tet-Feiertage in Vietnam. Da wird komplett alles eingestellt, da wird nichts gemacht. Gar nichts. Dann kam dazu, dass es Corona dort unten, das große C, wie auch man es nennen möchte, zugeschlagen hat und dort unten auch alles dicht gemacht wurde, aber radikal dicht.
Dementsprechend wurde ab heute, die letzten beiden Pakete werden ab heute versandt. Und heute ist das Paket Nummer 9 angekommen. Sprich, es ist nur noch ein Paket offen. Und das sollte dann morgen, Mittwoch, warte mal, welchen Tag haben wir heute? Ist egal. Sollte im Laufe der Tage kommen. Da ich ja dem Hung jetzt einiges an Geld vorgeschossen habe für die Bezahlung der Zollgebühren, habe ich mit Simson 4.0 gesprochen und wir werden nochmal einen zweiten Moneypool einrichten. Ich weiß nicht, wann das Video erscheinen wird. Den werde ich auf jeden Fall so einstellen, den Moneypool, dass der genau nach Erreichen des Betrags geschlossen wird automatisch. Dass da sich nicht wieder solche Unsummen anhäufen. Ich kann zwar theoretisch dem Hung das jetzt auch via PayPal schicken, aber ich denke, wir haben für den Hung sehr Großes erreicht. Alle zusammen. Und das ist wichtig. Auf jeden Fall werde ich den Moneypool-Betrag auf 611,55 € einstellen. Und der wird dann automatisch geschlossen. Und dann habe ich so zumindest meine Auslagen, was ich vorgeschossen habe, wieder. Gerade in der jetzigen Zeit brauchen wir nicht drüber diskutieren. Das ist alles etwas heikel, das Thema. Aber wie gesagt, dass ich zumindest meine Auslagen wiederbekomme. Das wäre zumindest schön. Und dann hoffe ich, dass der Hung innerhalb der nächsten Tage das letzte Paket erhalten wird, dass alles hoffentlich drin ist und dass wir dann dem Hung in seinen Videos helfen können, oder Freude strahlen, Glück wünschen können, dass seine Simson wieder läuft. Also, das war ein Kraftakt, um das mal an ein Fazit zu bringen, der jenseits von Gut und Böse ist. Und nehmt mir das bitte nicht für böse. Ich mache das nicht nochmal. Nein. Da steckt so viel Geld und Arbeit mittlerweile drin, vor allem auch die Verantwortung, die wir euch gegenüber haben, dass das ganz einfach so ausgeartet ist, dass es unbeschreiblich ist. Ich habe schon teilweise graue Haare gekriegt. Also war nicht schön. Auf jeden Fall, wie gesagt, es geht jetzt zum Hung. Das letzte Paket hoffentlich und dann hat er alles. Ich bedanke mich und ich hoffe, dass wir den Betrag zusammenkriegen. Ansonsten, der wird auch erstmal so lange offen bleiben, bis der Betrag erreicht ist und erst dann, wenn er geschlossen ist, werde ich mir das Geld auf mein Konto überweisen. Ja, ansonsten wünsche ich noch eine schöne Zeit. Bleibt gesund. Je nachdem, wie das Wetter ist, nutzt das Wetter, fahrt Moped. Denn das ist das, was schön ist. Und bleibt gesund, habt Spaß am Leben.